Ja, dann willkommen zu Teil 2 dieses Abends für Felicitas Hoppe. Wir haben schon viel über Kino gehört, über die Leidenschaften, die wir vielleicht noch gar nicht wussten oder erahnt haben, dass sie hat, auch für den Film. Darüber werden wir auch sprechen, aber zunächst werden wir jetzt eben sie auf der Leinwand sehen, in einer ganz wunderbaren Rolle, nämlich als sich selbst oder was auch immer uns das zu sagen hat. Darüber werden wir sprechen. Und wir haben die beiden Regisseure eben auch hier. Begrüßen Sie bitte Thomas Henke, Textregie, und Oliver Held, Bildregie. Willkommen im Filmmuseum. Ja, schönen guten Abend, Herr Spörri. Vielen, vielen Dank für die Einladung hierher. Wir freuen uns wirklich sehr. Das ist uns auch eine Ehre, hier im Deutschen Filmmuseum den Film präsentieren zu dürfen. Zumal Sie aus Korbach kommen, also Hessen Heimspiel, kann man sagen jetzt hier. Ja, das kann man so sagen. Ja, sehr gut. Das kann man so sagen. Wir freuen uns sehr, dass Sie alle heute Abend hier sind. Es sind viele Freunde gekommen. Gundula, ich danke dir sehr, dass du gekommen bist. Felicitas ohnehin. Zum Film kann ich vielleicht sagen, ich habe Felicitas Hoppe vor einigen Jahren bei einem anderen Filmprojekt in Berlin kennengelernt. Und da haben wir eigentlich begonnen, irgendwie in ein intensives Gespräch einzutreten über Kunst, über das Leben und auch über den Tod. Und irgendwann war mir klar, dass diese Gespräche mir so wichtig sind, dass ich sie dazu überreden konnte, daraus einen Film zu machen. Dass wir einfach ein Experiment wagen, wo wir versuchen, dieses Gespräch, was wir führen über Dinge, die uns beschäftigen, in ein Filmformat zu gießen. Jetzt muss man wissen, dass Ihre Spezialität quasi auch ist, eben ungewöhnliche Porträts zu zeigen, Begegnungen mit Menschen, die dann auf eine ganz andere Art tiefer gehen, als es vielleicht sonst Dokumentarfilme schaffen, auch oft in Videoinstallationsform. War das der Ansatz von vornherein jetzt auch hier? Ja, es ist natürlich so, dass meine Filme immer sehr, sehr gesprächs-, sehr sprachlastig sind. Das ist nicht jedermanns Sache, also ich hoffe, Sie sind irgendwie gut gewappnet dafür. Das ist auch ein recht langer Film, aber das ist trotzdem etwas, was mich... 79 Minuten. Ja, es ist trotzdem etwas, was mich sehr, sehr beschäftigt. Also es ist irgendwie auch eine Faszination und auch eine Art von Glaube an das gesprochene Wort, dass das nach wie vor etwas bedeuten kann, etwas auslösen kann. Gerade wenn es von so einem, ja, ich würde sagen, ich kenne keinen Menschen, der so perfekt Dinge in Sprache übertragen kann wie Felicitas Hoppe. Und von daher war es für mich irgendwann ganz klar, dass daraus irgendwie, wenn man sich ohnehin mit so einem Format beschäftigt, ein Film werden muss. Und es wird ein Film, bei dem nicht nur das Wort wichtig ist, sondern auch das Bild. Sie haben die Bildregie sozusagen gehabt. Und es ist ein, Sie bewerben es als Dreikanalfilm geworden. Können Sie uns erklären, was ist das Konzept dahinter? Ja, ich bin der Gegenpol quasi. Ich brauche weniger Worte, mehr Bilder und deswegen drei. Also die Idee war dabei... weil es eben sehr, sehr, sehr viel Wort ist, dass man eigentlich nicht auf den Protagonisten, auf die Felicitas draufschaut, sondern dass man mehr oder weniger mit ihr in ihrem Kopf sitzt. Und deswegen ist es eigentlich in der perfekten Form eine Dreikanalinstallation, die man sich wie so ein aufgeklapptes Triptychon vorstellen soll, sodass die Bilder wirklich groß sind und man in den Bildern drin sitzt. Also idealerweise hätten wir da, da und da eine Leinwand. Genau, aber ja. Die Umbauarbeiten sind nicht ganz fertig geworden. Also dementsprechend sieht man es jetzt relativ klein. Also für alle, die ganz hinten sitzen, besser ist es, nach vorne zu kommen. Weil tatsächlich ist es ist ja das breiteste Format, was wir zeigen können, ist CinemaScope. Und das, was Sie haben, das ist jetzt noch breiter. Deswegen gibt es oben und unten auch noch ein bisschen schwarz. Das wäre noch breiter, genau. Also es ist im Prinzip oben ein Drittel schwarz, unten ein Drittel schwarz. Das ist, ja, geht nicht anders in dem Fall. Wahrheit, darüber reden wir nachher. Möchten Sie uns noch was auf den Weg geben, was wir als Publikum jetzt brauchen, bevor Felicitas Hoppe im Film auch spricht? Na, ich glaube, man muss sich einfach irgendwie darauf einlassen, dass man jetzt irgendwie sehr, sehr viel Ansprache bekommt. Und das ist aber trotzdem irgendwie, finde ich, irgendwie eine Chance, sich mal irgendwie auch sehr intensiv irgendwie auf seine Innenwelt, auf seine Geisteswelt irgendwie einzulassen. Es braucht schon Konzentration. Ja? Aber ansonsten wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Freude dabei.
Genau, und In Vino Veritas. Viel Spaß beim Film. Vielen Dank Ihnen beiden. Spaß. Bis nachher. Bleiben Sie zum Gespräch unbedingt. Bitteschön. Und Frau Gause. Bitteschön. Ja, eine große Freude, Sie alle hier zu haben nach diesem Film, nach dieser Lesung. Vielleicht als erste Frage direkt, was ist denn jetzt die Verbindung zwischen beiden? Es ist relativ gleichzeitig, also hat zumindest begonnen. Danach sind Sie auf Reisen gegangen nach diesem Film, oder? Nach den Dreharbeiten. Schön, dass Sie geblieben sind. Es ist tatsächlich überraschend, darüber nachzudenken, dass Thomas Henke und Oliver Held mich überredet haben. Ich wollte das eigentlich nicht, wirklich noch eine Woche oder zwei Wochen vor dieser Grand Tour durch Amerika mit diesem Film anzufangen. Ich dachte, das wäre kontraproduktiv, denn Reflexion ist der Arbeit nicht immer zuträglich. Und das, glaube ich, kann man an diesem Film ziemlich gut merken. Also ich bin dann geschwächt nach Amerika gefahren, aber hatte immerhin den ersten Teil des Films im Kasten. Aber natürlich sind die beiden unheimlich klug. Die haben nach unserer ersten Begegnung sofort gemerkt, entweder jetzt oder gar nicht. Jetzt schnappen wir sie und insofern haben wir aus dem Vollen geschöpft. Ich weiß nicht genau, ob das mich dann hinterher beeinflusst hat, aber als Sie heute Abend sagten, ist die Wahrheit, der Wahrheitsbegriff ist das Verbindende und die Wahrheit ist mir ja durch die Russen zugefallen als Titel, dachte ich, Moment mal, da ist tatsächlich was dran. Aber dazu muss man wahrscheinlich in einem roten Kino sein, um das zu merken. Wir tun alles dafür. Wie war es denn tatsächlich? War es schwer, Frau Hoppe zu überzeugen, dass sie da mitmacht, dass sie in die Einsiedelei dürfen? Wie haben Sie das geschafft, so nah ranzukommen? Wir haben zwei Mikros, genau. Nein, das war nicht sehr schwer. Es war so, wie ich auch schon zur Einleitung gesagt habe, dass wir einfach in einem permanenten Gespräch waren und dann gesagt haben, wir versuchen mal irgendwie das auch in ein filmisches Format zu bringen, in dieses Medium zu übertragen. Und es war einfach davon abhängig, dass Felicitas uns vertraut hat, dass da irgendwie etwas entstehen kann, was irgendwie nichts Schreckliches entstehen wird, und das haben wir dann einfach gemacht. Wenn man jetzt konkret noch die Einsiedelei sich so anschaut, ich finde, das ist halt unfassbar, so in einen so geschützten Raum, wie er ja beschrieben wird, tatsächlich mitgenommen zu werden, einzudringen. Ja, ich denke mal, es waren ja bestimmt drei Leute auf jeden Fall da, Tonmann und Sie beide. Ist das dann überhaupt noch derselbe Ort geblieben? Also, oder wie haben Sie sich da verständigt, gerade an diesem Ort? Also ich habe eigentlich überhaupt keine Probleme damit. Und wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, der Film, der natürlich, wie ich gerne betone, auch sagen könnte, nicht Felicitas Hoppe sagt, sondern Thomas Henke und Oliver Held fragen, die haben natürlich gefragt, was sie interessiert hat. Und das gibt dem Film eine Prägung und ich glaube die Einsiedelei. Und das ist dann eben der Unterschied zwischen dem Film und dem wirklichen Leben. Der Film ist ja dokumentarisch oder scheint dokumentarisch zu sein. Aber das Tolle ist, dass man an dem Film sieht, wie stark ein Dokumentarfilm natürlich stilisiert. Das ist ganz klar. Dieser Ort, an dem ich einen großen Teil meiner Zeit verbringe, also bis heute, ich bin immer noch zur Hälfte im Wallis, ist natürlich belebt. Und ich habe ja mal ein kleines Buch darüber geschrieben, Der beste Platz der Welt, und da gibt es ein sehr schönes, ich lobe mich selber, Kapitel, in dem davon die Rede ist, dass ich jedem die Tür öffne. Da wird dann gesagt, da kommen Touristen und die klopfen. Ich bin jemand, der sich grundsätzlich nicht abschottet. Also wenn Sie jetzt da hinkommen und klingeln würden, ich mache eigentlich immer auf. Und der Punkt ist, das ist natürlich, Thomas hat gesagt, Vertrauen. Es hat auch was mit Selbstvertrauen zu tun. Wer da auch immer hinkommt, diesen Ort kann man mir nicht madig machen. Es war aber eng, also darüber könnt ihr mehr sagen. Also in diesem Raum zu arbeiten war extrem, fand ich. Vielleicht willst du was dazu? Ja, das ist super eng gewesen irgendwie. Ich habe es mir eng vorgestellt. Es war dann noch enger und dann. Kamera, ne? Ja, genau. Und dann, also die Lampe noch im Raum unterzubringen, das war schon schwierig. War doch schon warm, ja. Das war schon so. Wir haben ja quasi auf der Hinfahrt dann über Bilder diskutiert, die man machen könnte irgendwie. Und es war dann so, wo ich dachte, okay, wenn ich mich jetzt in der Wand versenke, ist es möglich. Aber das Schöne ist ja dann auch, wenn man sich, also.
normalerweise hat man im Dokumentarfilm immer ein bisschen Vorlauf oder ein bisschen viel Vorlauf, aber wir hatten eigentlich fast gar keinen. Also ich habe Felicitas kennengelernt quasi vor Ort. Und ja, und das ist dann schon ein Aufeinanderprallen. Also es ist von der Energie schon ganz anders, als das normal ist. Und dann direkt, es ging auch direkt am ersten Tag zur Sache, also direkt das erste Gespräch. Und das, was im Film verhandelt wurde, ist ja jetzt auch nicht unwichtig. Also das ist auch, Felicitas hat sich ja wahnsinnig geöffnet, ne? Mhm. Und wenn man sich dann so öffnet, und da sind da ganz neue Menschen, der Tonmann war neu, ich war neu irgendwie so, und Thomas kanntest du jetzt schon eine ganze Weile, das ist ja dann erstmal auch schon ein wahnsinniger Vertrauensvorschuss. Der aber natürlich direkt nach dem ersten Gespräch schon so raus war, ne? Und dann muss man ja auch erstmal irgendwie dem begegnen, ne? Und das, also und auf so einem engen Ort, das ist schon so, ja, also härter als in die erste WG zu kommen. Das ist wow. Frau Gause, Sie haben mit vielen Intellektuellen auch zu tun über Ihren Job bei den Nachrichten. Sie müssen mit vielen, manchmal auch nicht so Intellektuellen, wenn ich das Gesicht so anschaue. Jedenfalls, gerade wurde gesagt, das sei ja besonders auch wichtig, was sie hier sagt. Wie sind Sie zu diesem Projekt gekommen? Weil durch Ihre, es gewinnt natürlich nochmal eine besondere Bedeutung, wenn Sie das sagen, was Felicitas Hoppe sagt. Naja, also erstmal, es ist für mich ein völlig verrückter Film, völlig verrückte Geschichte gewesen. Ich sehe das gemeinsame Ringen und die gemeinsame Ausgangsbasis in dem Ringen um die Realität, um die Wahrheit, um den Umgang mit dieser Welt und dafür die richtigen Worte zu finden. Und dann haben wir den ganz großen Spagat zwischen Felicitas Hoppe, die, Entschuldigung, das mit sehr vielen Worten macht. Und ich muss mich komplett fokussieren und versuchen, diese gleiche hochkomplexe Welt in 3-4 Sätze zu packen. Und dieser Spagat, finde ich, ist sehr, sehr spannend. Und das war ja das, was Thomas Henke, der auf mich zukam, mir als erstes als Konzept mitgegeben hat. Da haben wir eine Schriftstellerin, eine Künstlerin, die ihre Kunst auslebt. Und irgendwo ist das, was ich mache, ja gewissermaßen auch ein kleines Kunstprodukt, aber nur am ganz anderen Ende der Skala, sodass ich dieses Spannungsfeld also sehr, sehr spannend fand. Mhm. Wir beide kannten uns von einem anderen Projekt. Und ja gut, letztlich ist es die gemeinsame Ebene des Umgangs mit Sprache und der Welt. Ich finde das besonders spannend. Also es ist natürlich so eine Kapitelstruktur, die dadurch passiert, immer wenn Sie etwas sagen oder vorwegnehmen oder wiederholen. Und es hat so einen Effekt, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist am Schluss, als Sie dann diese 2-3 Worte zusammensagen. Das löst richtig was in einem aus. Also wie ist dieser Prozess gewesen? Hatten Sie mitgeredet, was dann konkret gesagt wird? Man sieht Sie ja da auch an der Mischung sitzen. Na, also das ist etwas, was zu meinem Job auch gehört. Eben sich immer selbst einzumischen und nicht nur passiv Texte vorzutragen, sondern ja, wenn, also was ich mache, mache ich richtig, und dann muss man sich damit identifizieren, dann muss man da einsteigen und sich wirklich euch auch überlassen und zugleich aber versuchen, natürlich eine eigene Interpretation mitzuliefern. Und da ist nun mal das konkrete Teil meines Jobs. Kurz, knapp. Dann die Frage direkt weitergeben noch an euch beide, also die Montage stelle ich mir als die ganz große Herausforderung dieses Filmes vor. Zum einen haben wir ja quasi 3x79 Minuten mit den 3 Leinwänden, zum anderen diese Kapitelstruktur mit den Sätzen. Ich habe gelesen, 30 Stunden Material gab es, so wie viel? Wie seid ihr vorgegangen bei diesen Unmengen? Und das ist vor allen Dingen, ich glaube, da wären ja Stoffe für 5 Filme drin gewesen. Also Material für 5 Filme. Nee, wir hatten ja gar nicht so viel Material. Wir haben ja nur 9 oder 10 Drehtage gehabt. Also ganz wenig Material eigentlich für einen Dokumentarfilm. Und dadurch, dass ich das Material ja selber kannte, irgendwie war es eigentlich ganz, also der Thomas hat quasi eine Textauswahl getroffen, quasi was reinkommen konnte. Dann sind wir die Textauswahl nochmal durchgegangen, haben die rhythmisch strukturiert, und dann ging es eigentlich ganz intuitiv weiter. Also im Prinzip war es dann immer so, dass wir Bilder gelegt haben. Und dann immer geguckt haben, was funktioniert für uns, was funktioniert nicht für uns. Und das war ein
war ein wahnsinnig schneller Prozess. Also normalerweise dauert das im Dokumentarfilm eigentlich so 4-5 Mal so lang. Noch was ergänzen dazu? Also wie war dieser Prozess? Ja, was sozusagen entscheidend war, ist eigentlich eine Erfahrung, die wir aus all den Jahren, wo wir Filme machen, mitgebracht haben, dass wir so versucht haben, so eine Spannung zu halten, dass wir in dem, wie wir die Bilder und den Text irgendwie miteinander verschränken, dass eben nichts entsteht, was irgendwie entweder zu naheliegend ist, dass man den Eindruck hat, irgendwie der Text illustriert die Bilder oder umgekehrt, noch dass man das Gefühl hat, es wird fatal, sondern immer für so einen Rhythmus zu sorgen, irgendwie wo sich Bild und Text irgendwie annähern, wieder irgendwie eine Distanz einnehmen und so dass so ein Rhythmus entstehen kann. Das war eigentlich die Vorgabe. Und Rhythmus ist ein spannendes Wort in dem Zusammenhang. Absolut, es war eigentlich fast wie wenn man Musik macht. Ja? Also man bringt eine Erfahrung mit, auch eine Virtuosität und versucht die dann so zu übertragen in dieses Material. Es ist ja auch, im Prinzip sind das, von den 79 Minuten sind jetzt 60 Minuten ungefähr gesprochen. Und das ist nicht schrecklich. Das ist aber ja eine ganze Menge an Informationen. Und der Information kann man jetzt irgendwie so Genüge tun. Das ist öde. Ja, aber man kann dagegen arbeiten, dann wird es anstrengend zuzuhören. Mhm. Und dann braucht es halt eine Form. Und diese Form unterliegt halt einem rhythmischen Prinzip. Ja? Und das rhythmische Prinzip ist wie bei der Musik. Auf einmal hört man gerne zu. Ja? Und das ist die Idee oder die Idee der Montage gewesen. Und das ging dann eigentlich intuitiv. Wenn Sie dazu antworten, mit dem Rhythmus in der Musik haben Sie ja auch zu tun. Ja, aber für mich war es so, ich meine mich zu erinnern, dass mir dann die Textdatei zugeschickt wurde. Und ich habe mich also wohlweislich gehütet, die jemals zu öffnen. Ich habe das nicht gemacht, weil ich ja wusste, wie viele Stunden Material das sind. Und das ist natürlich dann wie bei einem Text auch. Also wenn ich jetzt bei einem Buch die Fahnen bekomme, muss ich mich konfrontieren. Ich muss die ja autorisieren. Und hier war es dann so, dass ich dann Teile des Films gesehen hatte. Der war ja dann noch nicht ganz fertig. Das ging ja dann sozusagen peu à peu. Und da sagten die, ja, du kannst dir die Textdatei anschauen und dann gucken, ob es da bestimmte Dinge gibt, die dir besonders wichtig sind. Und das wäre uferlos gewesen. Das ist ja schon so eigentlich ein Schock, sich so mit sich zu konfrontieren und dann sozusagen nochmal nachträglich, man muss ja bedenken, dass in dem Film von eurem Schnitt abgesehen, innerhalb der Äußerungen ja nichts verändert ist, nichts. Das ist ja alles O-Ton, der geschnitten ist. Da hat man ja nicht gesagt, du hast das so komisch erzählt, können wir diese Passage nochmal drehen. In diesem Film ist nichts zweimal gedreht, sondern es ist nur montiert. Das heißt, es ist unmittelbar, es ist wirklich 1:1. Und ich glaube, so ein Gesprächsfilm, kann man nicht sagen, wir müssen diese Szene nochmal machen und nochmal machen und nochmal machen, bis sie sitzt. Dadurch wirkt der Film überzeugend, aber es war mir vollkommen unmöglich, also da selber nochmal so eine Schere anzusetzen oder zu sagen, es gibt jetzt Äußerungen oder Dinge oder Fragen, auf die würde ich heute schon wieder nicht komplett anders, aber sehr anders antworten. 3 Jahre später. Aber es war vollkommen klar, dass ich das nicht ändern würde. Das war mir von vornherein klar. Da gibt es Dinge, wo ich sage, ist das jetzt in Ordnung, ist das richtig? Aber ich habe gedacht, das ist jetzt Teil dieses Korpus und ich gehe nicht zensorisch dran, denn wenn ich sozusagen das Ding anfange, nach meinem Muster zurechtzuschneiden, dann bekomme ich echt ein Problem. Und das hätte ich auch kräftemäßig gar nicht, auch emotional gar nicht leisten können. Ist auch so, normalerweise bei Dokumentarfilmen ist es so, dass man Protagonisten hat, 13 Stunden Interviewmaterial und man dampft die dann auf 20 Minuten zusammen und dann denkt man, wow. 3:30, ja. Auf jeden Fall sehr wenig und dann denkt man, wow. Was für intelligente Menschen. Das ist bei Felicitas, also es ist nicht möglich, die Sätze zu zerschneiden, die sind von vornherein richtig. So, und wenn man dann anfängt, irgendwie dazu kleinteilig dran zu gehen und das so runterzudampfen, dann geht das quasi schon perfekte Konstrukt weg. Mhm. Und dementsprechend haben wir da also sehr wenig rausgeschnitten. Das ist sehr, sehr pur. Also wir haben das, also
das war im Prinzip mehr eine Auswahl quasi von Blöcken, die wir gemacht haben. Ja? Und das ist im Prinzip das, das ist dein Denken so. Frau Gause, ich würde Sie trotzdem dazu auch mal fragen wollen, weil auch wenn das unbearbeitet ja ist, es hat natürlich trotzdem eine gewisse mediale, manipulative Kraft in dem Moment, wo dann dreimal nebeneinander Felicitas Hoppe zu sehen ist, dann ist das plötzlich eine stärkere Aussage für uns, so wirkt es zumindest. Oder wenn wir sie nur von hinten sehen oder die Landschaftsaufnahmen, dieses Innen versus Außen, da steckt schon eine enorme Kraft auch dahinter in dieser Montage, die dann auch gleich die Aussagen verändert. Ist das was, womit man sich auch auseinandersetzt? Wenn man natürlich sowieso in den Medien tagtäglich unterwegs ist wie Sie? Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß, ich sage deswegen habe ich sie Ihnen gestellt. Die Moderatorin in mir spürt, dass wir hier bald jetzt einen Punkt setzen sollten. Denn das ist vielleicht jetzt auch dann... Also ich würde es aber interessieren, weil Manipulation ist... Ja, also ich meine, gut, das ist, jetzt machen Sie einen Riesenfass auf. Darüber könnte man jetzt wirklich noch Stunden diskutieren. 33. Denn, das Thema ist ja auch Wahrheit. Gibt es eine Wahrheit? Gibt es viele Wahrheiten? Es gibt keine Wahrheit. Es gibt viele Wahrheiten. Natürlich gibt es viele Wahrheiten. Und natürlich kann man manipulieren über Bilder. Natürlich. Das ist jetzt hier ein Kunstprojekt. Ich stehe für... Realität. Ich stehe für Nichtmanipulation, für Authentizität, für Ehrlichkeit, für Objektivität. Auch interessant, dass Sie in diesem Film sind. Dieser Gegensatz eben auch das, also das Spannende. Aber ich würde sagen, ich glaube im Interesse, Entschuldigung. Wir öffnen das fürs Publikum. Ja, entweder fürs Publikum öffnen oder... Wobei Frau Hoppe, glaube ich, noch was sagen wollte dazu. Nein. Ach, sah so aus. Nein, natürlich. Also wir sind hier und wir machen das immer so, dass wir noch das Publikum befragen. Also wenn Sie wollen, auch wie es Ihnen gefallen hat, das ist natürlich auch interessant, denn es ist, glaube ich, ja erst nach dem Sprengel-Museum jetzt die zweite große öffentliche, nee, es gab schon mehr, vierte öffentliche Vorführung. Also, haben Sie Anmerkungen, dann komme ich gerne auch mit dem Mikro zu Ihnen, auch wenn das noch abschreckender ist, ich weiß. Und auch wie es Ihnen gefallen hat. Ist natürlich interessant, da wird genickt in jedem Fall. Nee, weil ich würde es da trotzdem nochmal thematisieren wollen, auch wenn jetzt der Druck schon so ein bisschen kommt. Weil ich finde halt, wir sind in einer Zeit, wo früher gab es Menschen wie Heinrich Böll, Schriftsteller, die sich eingemischt haben, die wirklich auch eine Haltung entwickelt haben und die auch geäußert haben. Und ich finde, das ist immer weniger geworden. Ich weiß nicht, ob die Damen und Herren vom Fischer Verlag das anders sehen würden. Aber ich habe so das Gefühl, da schlummert sowas in Ihnen. Sie wollen damit auch noch weiter raus über die eigene Kunst hinaus. Ist das was Sie auch antreibt, so ein bisschen? Also ich sehe im Moment eine ganz, ganz starke Bewegung zur Äußerung. Und ich glaube, dass das unter Schriftstellern und Schriftstellerinnen, ich finde, die tägliche Presse beglaubigt es oder macht es deutlich, dass die Einmischung viel, viel stärker geworden ist und stark zunimmt. Sagen wir mal jetzt diese Böll-Folie, Böll oder Gras, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich komme nur auf ein Wort zurück, das Sie gerade verwendet haben, das ist Haltung. Und ich sage es ja in dem Film, ich glaube, eine Haltung zu haben ist etwas anderes als eine dezidiert womöglich parteipolitische Meinung oder Überzeugung zu vertreten. Und Haltung ist ein Begriff, ich glaube, man kann kein guter Künstler sein, wenn man keine Haltung hat. Eine Haltung mündet ja nicht automatisch in ein Programm. Aber ich glaube, die Podien sind offen und ich glaube, dass die Zeiten jetzt insofern schwierig sind, als im Grunde das Sprechen über Kunst eigentlich zurückgedrängt wird. Es gibt einen Trend, der dahin geht, dass wir sagen, wir haben, da wir in wirklich bedrängten Zeiten leben, eigentlich gar keine Zeit mehr, über Kunst zu sprechen und auf Kunst zu fokussieren. Das erlebe ich auf ganz vielen Podien, sodass man das Gefühl hat, man müsse sich auf eine bestimmte Seite schlagen, um seiner moralischen Pflicht nachzukommen. Das finde ich einen Trend, der nicht unbedingt zum Guten ausschlägt. Das hat aber mit sich äußern ja nichts zu tun. Und deshalb finde ich es eigentlich gut, dass die Autoren und Autorinnen auf die Bühnen gehen und hoffe, dass es differenziert diskutiert wird. Ich finde eben auch im Vergleich zum Journalismus, ich finde ja auch, dass Schriftsteller nicht journalistische Aufgaben übernehmen müssen. Und ein qualitätvoller Journalismus steht für mich
sehr, sehr weit oben. Und ich glaube, wir erzählen und besprechen die Welt mit unterschiedlichen Mitteln. Jetzt fange ich schon an, das zu erzählen, was ich im Film gesagt habe. Aber das ist eigentlich der Punkt. Ich sehe aber nicht. Man kann sie ehrlich gesagt dauernd zitieren aus dem Film heraus. Ja? Auch ihr Satz, es gibt kein ideales Leben. So ist es. Und Sie haben es jetzt geschafft als Künstlerin, hier in diesem Film und eben auch in Ihren Büchern viel anklingen zu lassen, mit dem sich das Publikum identifizieren kann und sich eben auch dann damit auseinandersetzt, ja, wie kann sich Kreativität entfalten? Kann sich Kreativität, wie haben Sie einmal im Film gesagt, heute war ich fleißig und morgen bin ich kreativ. Das ist für mich eine riesige Herausforderung, an einem Tag fleißig zu sein und am nächsten Tag mir Gedanken in einem Projekt zu machen und dann was zu produzieren, kreativ zu sein. Und gut, diesen Spagat werden viele erleben in ihrem Leben, so hoffe ich, so meine ich. Einen letzten Satz würde ich gerne noch sagen. Ich finde, Haltung ist grundsätzlich vonnöten. In der Kunst, im Journalismus allemal, in der Politik, in der Gesellschaft, überall. Ist das nicht ein schönes Schlusswort? Ah, ein Traum! Das ist meine Moderation. Dankeschön. Ich möchte trotzdem noch fragen, haben Sie noch eine Frage? Dann wäre jetzt die letzte Gelegenheit. Ansonsten wird es oben auch noch die Möglichkeit geben, dass Felicitas Hoppe die Bücher natürlich signiert. Die sind auch noch an der Kasse verfügbar. Also wenn Sie wollen, für 20 Euro vom Fischer Verlag. Sie tun was Gutes, auch für die Kunst. Und ja, ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank. Es war ein wunderbarer Abend, diese Kombination aus Literatur und Film hier im Filmmuseum. Großen Applaus, Felicitas Hoppe, Thomas Henke, Oliver Held und Gundula Gause. Schön, dass Sie hier waren. Danke Ihnen fürs Kommen.